Es ist mitten in der Nacht oder die Nacht fängt gerade an und ich teste hier einen Spot, den der Devilus rausgesucht hat, der Wilde. Und ich musste natürlich wieder einen anderen Köder verwenden. Ich hoffe, das ist kein Wels. Nee. Zielfisch. Zander, Alter. Richtig geil, Alten. Fast 8 Kilo Zander. Schönes Ding. Ballert hier rein. Alten. Ja, dickes Dankeschön an den Devilus. Der hat hier gestern, hat er schon gesagt, Alter, ich bin hier am Volcho und da lübt der Zander. Und der meinte, ja, ich bin hier mit dem Quicker unterwegs und er lübt und er lübt und er lübt und auch am Tag. Und da habe ich mir gedacht, Alter, Quicker, das ist aber so klein, das Ding, ey. Und jetzt gerade schon mit den dicken, fetten Huge Minnows auch schon probiert. Und rumprobiert und getestet, ballern sie rein oder nicht. Und dann war da zu wenig, dann ging gerade nix. Wobei ich den auch jetzt nicht in der Nacht probiert hatte. Aber ich habe natürlich auch ein bisschen Schiss, dass der Wels reinballert, ne? Ich bin hier mit nicht ganz so einem fetten Set. Und wenn da so ein dicker, fetter Wels reingeht, ich weiß ja nicht, will man glaube ich nicht. So, und ja, jetzt testen wir einfach mal. Hier schön entspannt mit der mit dem Jiggen, mit dem Gummi auf die dicken Zander. Das war jetzt gerade schon close, nah an der Trophy dran. Und ja, warum Zander? Zander wurde ja gepimpt sozusagen. Zander ist mittlerweile richtig wertvoll geworden. Und da wird es dann natürlich auch interessant. Auch schon, ich sag mal so, im Mid-Game so langsam mal in Richtung Zander zu suchen. Ob es jetzt an der Sura ist oder hier am Volcho. Ab und zu geht er ja auch beim Schleppen rein und so Sachen. Also ruhig mal gezielt auf Zander gehen. Zander tendenziell eher so ein bisschen nachtaktiv, Abendstunden aktiv, Morgenstunden aktiv. Also da geht deutlich mehr. Aber auch am Tag. Der Devilus sagte, er stand hier längere Zeit, hatte am Tag dann durchschnittlich einfach ein bisschen kleinere Zander dran. Oder man geht natürlich dann tagsüber hier einfach nochmal eine Runde schleppen, wenn man eh hier gerade auf dem Boot ist, beziehungsweise auf Hechte fangen. Ich zeige mal eben, wo wir hier sind, beziehungsweise ich ziehe nochmal eben diese Jig-Line hier einmal durch. Ja, ich bin schon wieder komplett aus dem Rhythmus hier. Also man sollte schon irgendwie ins Jiggen reinkommen, dass dann unten auch hier diese Jig-Führung steht. Das macht dann halt schon Sinn. Man will halt richtig schön kontinuierliche Hüpfer machen über den Grund. Ich ziehe gerade so mit einer 30er Einholgeschwindigkeit ein. Auf Set gehen wir natürlich auch gleich nochmal ein. Und ja, dann gucken wir mal, ob hier noch was reinballert. Und ich hoffe, wie gesagt, nicht, dass da ein dicker, fetter Wels mich hier irgendwie lang macht. Das wäre dann ein langer Drill. Gucken wir mal eben rein. Vom Set her, ich bin halt hier mit meinem doch recht großen Set unterwegs. Natürlich mit der sahnemäßigen Wexila, die hier diese Pluspunkte alles auf die verschiedenen Gummifischmontagen hat. Heißt also hier in dem Fall diese ganzen Jig-Montagen. Einfache Jig-Montage, absolut möglich, kann man machen. Ich meine, ich könnte das auch mal eben ändern. Ich bin hier gerade noch mit Texas Rig unterwegs. Wir können auch einfach mal hier auf die normale Jig-Montage gehen. 19 Kilo Vorfach habe ich jetzt hier dran. 1er Haken groß. Guck gerade mal, habe ich den? Habe ich gar nicht hier. Ist das der Hammer? Dann nehme ich einen normalen 1er. Hier ist ein 4er. Nehmen wir den hier, 21 Gramm. Passt das vom Gewicht? Knapp. Ist, glaube ich, zu viel. Dann nehme ich den hier mit 7 Gramm, 1er groß. Mach mir jetzt hier nochmal meinen Köder drauf. Und zwar hatte ich hier jetzt gerade, ja, diesen hier. Lünz Twister 110. Der ist aber schon ordentlich durchgenudelt. Aber den nehmen wir trotzdem nochmal ein bisschen. Und dann hier an der Position oben schön hier zwischen diesen ganzen Kanten entlang. Da steht der Zander, da hat er Bock drauf. Und da versuchen wir ihn natürlich dann auch zu kriegen. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wie das ist mit dem
mit dem Jiggen. Da brauchen wir jetzt vielleicht noch eine etwas andere Geschwindigkeit, dass wir da eher in den Jig reinkommen. Eine Umdrehung oder vielleicht zwei Umdrehungen. Das unterscheidet sich halt immer, ne? Letzte, ich werfe gleich nochmal ein bisschen weiter. Die letzte Montage war halt die Texas Rig. Und erstmal wieder ein bisschen absinken lassen. Und dann Bügel zu und dann machen wir die erste Drehung. Einmal kurbeln. Einmal kurbeln. Aber ich glaube, wir kommen so... Nee, noch nicht richtig rein. Jetzt machen wir zweimal kurbeln. Und das ist halt wichtig, dass man das ausprobiert. Das ist abhängig von der Route, beziehungsweise von der Rolle, die ihr verwendet, also vom Set, aber natürlich auch von der Montage, ne? Also verschiedene Komponenten, die da reinzielen. Manchmal, also jetzt sind wir ja gerade mit der Strömung, manchmal ist es auch besser, dass man da vielleicht gegen die Strömung es probiert. Aber ich sehe gerade hier, komme ich tatsächlich nicht rein, partout nicht rein mit dieser Kombi. Also ich gehe wieder zurück auf mein Texas Rig. Da hatte ich ein 17er Glasperle, kann ich auch mal dran machen. Ich mache mal hier die dunkle. Dann mache ich hier wieder den 1-0er Haken drauf. Und ich nehme aber diesmal vielleicht mal eine andere Farbe. Oder soll ich doch mal den dicken nehmen? Komm, ich nehme mal hier den dicken. Alter, volles Risiko. Vielleicht ballert mir einen Wels rein. Wir werden es sehen. Raus damit. Absinken lassen. Tempo kann wieder ein bisschen runter. So. Und zack, sofort ist die Jigführung wieder da. Eine Umdrehung. Ich bin jetzt sehr gespannt, wenn da was Dickes reinballert. Ui. Dann kann es ein bisschen dauern. Auf 19 Kilo. Aber ich hoffe einfach mal, dass die Fische, die jetzt hier reingehen, nicht so übertrieben groß sind. Gerade auch die Welse. Das wird schon gehen. Ja, warum? Wie gesagt, Zander. Ja, nach dem Archipel, nach der neuen Map, nachdem das rausgekommen ist, wie gesagt, wurden die ja deutlich hochgesetzt, auch vom Wert. Und dementsprechend lohnt sich das. Wir gucken natürlich gleich nochmal im Café, was die Zander so bringen. Und ich suche eben seitdem auch schon. An der Sura war es zuletzt nicht so erfolgreich bei mir. Da werde ich das allerdings auch nochmal probieren, vielleicht so mit Laube oder sowas. Oder einfach auf Grund. Tauwurm kann man ja auch mal verwenden. Ich sehe hier schon im Chat, da werden auch schon wieder fleißig die Zander gefangen. Ist halt wirklich lohnenswert. Man kann es vergleichen ungefähr, ja, vielleicht mit dem Hecht. Hecht ist, lohnt sich ja auch richtig gut. Und Zander hat jetzt so ungefähr diese Preislage wie ein Hecht. Also absolut fair. Das heißt, wenn man hier mit einer Route steht und wenn man sich da mit einer Route so ein bisschen abmüht und da versucht, den Kescher zu füllen, dann wird man zumindest einigermaßen, zack, gut belohnt. Alter, auf dem letzten Meter und oh mein Gott, das könnte ein Wels sein. Oder ein dicker, fetter Zander. Ich würde auch einen dicken, fetten Zander nehmen. Der zieht ordentlich ab. Unstoppable. Ja. Nicht zu stoppen. Okay. Sehr kontinuierliches Ziehen. Das klingt nach Wels. Ei, 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 das klingt nach Wels. Jetzt haben wir das Malheur, Alter. Oh, der hat Bock. OMG. Oh. Oh, der hat Bock. Oh, der hat Bock. Auf 19 Kilo. Ah. Naja. Ich esse noch mal ein bisschen was von der leckeren Fischsuppe. Und noch lassen wir das Ganze erstmal so, wie es ist. Ich bin da noch ganz entspannt. Vielleicht ist es ja auch einfach nur eine super Trophy Zander. Ich meine, so what? Kann ja sein alles. Wahrscheinlich nicht. Wir lassen erstmal schön ziehen, ne? Kein Stress damit. Lassen ihn erstmal wegziehen. Wenn der Fisch zieht, kannst du eh nicht viel dagegen tun. Gas geben lassen, ziehen lassen. Und dagegen halten natürlich. Und wenn er sich dann so ein bisschen verausgabt hat, dann so langsam mal reingehen, auch ein bisschen wieder was zurückziehen. Wenn er mir gleich zu wild wird, werde ich mich auch gleich vielleicht nochmal hinsetzen und in den Trollinggang gehen und so hinterherfahren.
das geht für richtig dicke Welse eben auch sehr, sehr gut, dass man dann hinterher fährt einfach und quasi über ihm drüber kreist und währenddessen versucht, ihn hochzupumpen. Ne? Also man kann ja mit dem Trollinggang, ist natürlich ein bisschen tricky, das heißt, man muss die ganze Zeit das Boot im Kreis lenken und gleichzeitig versuchen, den Fisch zu steuern. Ist nicht so ganz einfach, aber es hört sich auch schon wieder ganz gut an. Gerade eine Bremse weiter unten hat es noch geklackert. Jetzt bei der Bremseinstellung zieht er schon wieder. Also, ganz so wild ist er nicht, der Brocken. Wir ziehen ihn einfach mal entspannt raus. Nochmal so ein bisschen Energy reinballern. Das ist entspannt. So geht das ganz gut. So kann man das machen. Schön einfach durchziehen. 19 Kilo Bremskraft sozusagen, 19 Kilo Tragfähigkeit. Ist halt das geringste Teil am Set, ist eben jetzt das Vorfach. Von daher wird das halt ein bisschen dauern. Aber, na, er ist gar nicht so weit, ne? Man sieht es von der Schnur, so viel Schnur wurde gerade gar nicht runtergezogen. So ganz weit kann man nicht weg. Was wird er haben? 10er, 10 Kilo, 15. Na, vielleicht ein bisschen mehr, ne? Bei 19 Kilo. Oh, oh, oh. Alter, wenn das ein Zander wäre, ne? Ich meine, Zander macht sich ja auch schon mal schwer, ne? Zander macht sich schon mal ganz gerne schwer. Macht sich so ein bisschen breit. Aber ich muss ja auch gestehen, ne? Mit dem Köder erwartet man auch nichts anderes. Das sind so die dicksten Gummis gerade. Die dicksten Gummis für die dicksten Dinger. Dann ist das ja auch normal, ey. Oh, 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 oh. Da hat er wieder Bock gehabt. Hat sich gedacht, nee, Alter, jetzt, der zieht mich ja die ganze Zeit weg. Jetzt ist es ihm aufgefallen. Fand er nicht so geil. Aber wir konnten ihn doch noch ein bisschen lenken. Also er kommt nicht so ganz dagegen an. Das ist schon mal schön. Wir konnten ihn während des Wegdrehens noch ein bisschen lenken. Und das ist eben auch wichtig, wenn man sieht, dass der Fisch zum Beispiel jetzt, in dem Fall ist er jetzt gerade ja nach rechts rübergegangen, die Route auch quasi in die Richtung mitziehen. Wir wollen jetzt nicht den Fisch irgendwie in eine andere Richtung lenken oder so, sondern quasi in die Schwimmrichtung, wo er abhaut, die Route ziehen. Dass man quasi den Kopf weiter rumdreht. Also solange der jetzt quasi in Richtung der Schnur schwimmt, weil er wird ja jetzt gezogen, und wenn er jetzt den Kopf auch in diese Richtung hat, kann er nicht so viel dagegen ausrichten. Das Schlimmste wäre jetzt, die Route genau in die andere Richtung machen. Der ist mit dem Kopf quasi in die Richtung, und wenn wir dann die Route ziehen, sozusagen, dass er in die Richtung, also in die Richtung die Route ziehen, dann ist das quasi genau nach hinten und da kann der einfach abhauen. Dann zieht er einfach weg, dann hat er da überhaupt kein Problem mit, einfach mal wieder Gas zu geben. Man kann das super sehen, wenn man am Koori unterwegs ist mit Spinning und so. Einfach mal testen, gerade auch bei den Forellen, so eine Sefo oder sowas mit 6 Kilo. Wenn die sich so in die Tiefe stürzen, quasi kopfüber runter, Haken, schön vorne drin, aber die stürzen sich einfach so runter oder ziehen einfach zur Seite weg, haben da überhaupt kein Problem mit. Wenn die aber dann, wie gesagt, in Schwimmrichtung sind, in Richtung der Route schon gucken, dann sind sie nahezu machtlos. Ich war gestern auch nochmal am Koori mit den neuen Spinnern unterwegs, hatte da die neuen, wie heißen sie, Vibra, die Spinner getestet. Da sind auch einige Seefrust angegangen am 13-Meter-Loch. Also durchaus mal testen. Ans 13er stellen und einfach durchgehen. Also wirklich viele, viele Seefrust. Und es sind einige straight auf eine, auch um die 6 Kilo, straight auf mich zugeschwommen. Zack, noch den Spinner erreicht. Man hat nur das Gesicht gesehen, ganz, ganz krass. Und ging auch so raus. Also konnte sich gar nicht irgendwie zur Seite drehen oder so. So. Jetzt sind wir hier im Endspurt. Endkampf. Sozusagen. Schnur ist ja schon fast drin. Da hat er sich gerade gedreht.
Jetzt musste ich eben dementsprechend auch die Route zur anderen Seite nehmen. Wieder ein bisschen pumpen. Aber die ganze Zeit halt auf entspannt reingekurbelt. Nicht stressen, nicht eskalieren. Immer darauf achten, wenn er sich gerade kurbeln lässt, wenn er nicht dagegen geht, einfach weiter kurbeln. Jetzt ist er abgehauen. Jetzt guckt er gerade da hinten Richtung Ufer. Hochziehen, dass er in unsere Richtung wieder guckt. Ja, nochmal ranziehen, dass er nochmal mehr rumguckt. Und auch da nicht zu viel locker lassen, sondern nur kurz locker lassen. Der will immer noch nach da hinten. Er guckt immer noch Richtung Ufer. Soll er nicht, der soll zu uns gucken hier. So. Jetzt haben wir ihn wieder grob in unsere Richtung. Und jetzt können wir weiter kurbeln. Aber er ist... Oh ja, ist noch knapp, ey. Aber viel ist das nicht mehr. Viel Schnur ist das nicht mehr. Man sieht ja unten, der Kreis ist fast geschlossen. Ich pumpe jetzt quasi nur. Ich ziehe jetzt quasi nur mit der Maus immer so ein bisschen hoch. Und da sehen wir ihn auch schon. Da kommt er schon an. Da ist er schon. Seitlich hängt er hier schon. Guck mal. Weg will er von uns. Nein, 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 nein. Hier geblieben. Und jetzt in die andere Richtung. Nein, auch nicht. Oh, 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 oh. Hier geblieben, Alter. Das ist genau das. Dieses Wegdrehen zur Seite ist eben das Schlimmste. Und jetzt könnten wir ihn vielleicht sogar schon keschern. Hep. Bam, Alter. 21 Kilo. Schmeckt. Schmeckt. Warum nicht? Nehme ich doch gerne mit. Alter Falter, ey. Das ist aber anstrengend. Okay. Ich wechsle mal wieder den... ich wechsle mal wieder den Köder. Da gehe ich doch lieber hier, wie gesagt, auf die Quicker, die funktionieren. Der rosa Quicker, 04, der 4,5er. Tiny Fish, auch immer ein Klassiker für Zander. Hier, die hatte ich auch probiert. Real Worm, Algen, hat auch funktioniert für den Zander. Und eben Ette hier. Und den baller ich jetzt noch einmal raus. Wir gucken mal. Alter, erstmal gleich regenerieren, ey. Wir gucken mal, ob hier vielleicht doch nochmal ein Zander dran geht. Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich aber mal eben zum Café und gucken. Zum Café, zum Shop, zum Fischmarkt. Und dann gucken wir, ob da vielleicht, ja, was das gebracht hat und ob sie das auch gelohnt hat. Ich meine, auch Welsangeln, ich finde, es lohnt sich. Also ich finde, es ist gar nicht so schlimm. Welse, gerade in dieser Gewichtsklasse, fange ich halt sehr, sehr gerne. Aber man muss sich da auch mit einem vernünftigen Set auch hinstellen. Sonst macht man sich halt alles kaputt. Verschleißtechnisch ist das natürlich sehr, sehr wild. Also ich würde sagen, wir sehen uns gleich am Fischmarkt. Wir gucken mal eben rein in die Preise. 6 Uhr morgens. Es ist immer noch eigentlich Zanderzeit. Hauptsache, es lückt der Zanderhalden. Bis gleich. So, dann schauen wir doch mal eben, was denn hier die ganzen Zander jetzt so gebracht haben. Sortieren wir mal eben nach Preisen. Klar, ballert so ein Wels ordentlich rein. Mit 20 Kilo 50 Silber, das schmeckt. Aber so ein Zander mit 7 Kilo schmeckt, oder knapp 8, schmeckt natürlich auch richtig, ne? 50 Tacken, super Dingen. Und dann sehen wir hier auch, warum es eigentlich gerade so interessant ist, wieder auf die Zander zu gehen. 3 Kilo, 2 Kilo, hier 2,5. 15 bis 20 Silber für so einen Fisch ist halt schon mal nicht so schlecht. Kann man einfach mal machen, gar nicht verkehrt. Ich meine, der Wels hat natürlich jetzt zeitlich auch ganz gut reingehauen. Aber wenn wir jetzt grob sagen, für eine halbe Stunde, gut, sagen wir mal 100 Silber ohne den Wels. Mit dem Wels jetzt 150 oder sagen wir mal 160 Silber sind das ja. Ist das schon mal nicht so verkehrt. Also, ich bin übelst zufrieden gerade mit dem Zander. Das ist sehr, sehr geil. Die Frequenz ist natürlich jetzt der Knackpunkt, heißt also Spot suchen an der Sura am Wolcho. Ich hatte sogar schon einen 2 Kilo Zander zuletzt am Windenbach, als ich auf Steinschill unterwegs war. Also es funzt, Petri ihr Lümmels, zieht raus die Brocken und dann kratsching sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch.